kann dir eine Sache sagen. In meinem ersten Monat, in dem ich das damals angefangen habe, habe ich sage und schreibe knapp 600 Mal Nein gehört. Secrets of Sale, der Podcast von Uwe Bothe. Du möchtest der Liebling deiner Kunden werden? Dann lehn dich zurück und freu dich auf jede Menge Inspiration und Insights rund um die Themen Verkauf und Kommunikation. Ich möchte dir heute gerne einmal 10 Gründe nennen, warum es wichtig ist, dass du Kommunikation bzw. Verkaufen erlernst. Denn egal ob privat oder beruflich, es ist die Nummer 1 Fähigkeit im Leben. Und warum das so ist, das klären wir jetzt. Viel Spaß dabei. Und zwar, Verkaufen ist als erstes mal eine universelle Fähigkeit. Ja, also deine Verkaufsfähigkeiten, die kannst du in jeder Branche, in jeder Position nutzen. Ob du jetzt Produkte oder eine Dienstleistung oder aber auch nur deine Idee verkaufst, das ist völlig egal. Denn die Fähigkeit zu verhandeln, die Fähigkeit, andere von dir, deinem Produkt, deinem Angebot zu überzeugen, die ist tatsächlich, wie gesagt, universell. Als zweites haben wir Selbstvertrauen. Wenn du verkaufen gut kannst, dann wird das dein Selbstvertrauen stärken, weil du weißt, wie du deine Ideen präsentieren kannst und dadurch fühlst du dich in vielen Situationen einfach deutlich sicherer. Als drittes deine Kommunikationsfähigkeiten. Wenn du gut verkaufen kannst, dann kannst du auch effektiv kommunizieren. Du kannst gut zuhören, du kannst auf die Bedürfnisse anderer Menschen eingehen. Und diese Fähigkeiten, die sind sowohl im Berufs- als auch im Privatleben nützlich. Das habe ich dir ja gerade eben schon mal gesagt. Es geht nicht nur darum, dass du, wenn du im Job mit Verkaufen zu tun hast, da deine Fähigkeiten ausspielen kannst, sondern vor allem auch im privaten Bereich. Wenn du zum Beispiel dir ein Auto kaufst, wenn du zum Beispiel Gehaltsverhandlungen hast, wenn du mit einem Freund oder einer Freundin diskutierst und so weiter und so fort, dann hilft dir die Fähigkeit zu kommunizieren. Deswegen ist es wichtig, dass du sie so gut wie möglich kannst. Als viertes Verständnis für Bedürfnisse, also Empathie. Du lernst dich in die Lage anderer Menschen zu versetzen, kannst viel besser auf Bedürfnisse eingehen. Und wenn du das gut machst, wenn du empathisch bist, dann ist das der Zugang zu vielen Menschen, weil sie einfach sich wohl bei dir fühlen, weil sie sehen, Mensch, da ist jemand, der kann sich in mich reinversetzen, der weiß, wie ich fühle. Und das macht dich nicht nur empathisch, sondern vor allem auch sympathisch. Als fünftes unternehmerische Fähigkeiten. Ja, wenn du zum Beispiel mal planst, dein eigenes Unternehmen zu gründen, dann brauchst du auf jeden Fall Verkaufsfähigkeiten. Und auch dann, wenn du als Führungskraft in einem Unternehmen arbeitest, als Coach, als Trainer, Teamleiter, was auch immer, oder aber im Kundenservice tätig bist und andere Menschen von deiner Lösung, von deinen Ideen überzeugen möchtest, dann brauchst du auch diese Verkaufsskills, die ein Unternehmer ja auf dem freien Markt auf jeden Fall haben muss. Das brauchst du auch intern. Punkt 6 ist Netzwerken. Wenn du gut verkaufen kannst, dann fördert das natürlich auch den Aufbau von Beziehungen zu anderen Menschen. Und da kannst du dann neue Partnerschaften beispielsweise gründen oder Geschäftsmöglichkeiten entdecken oder auch einfach nur persönliche Kontakte knüpfen. Und ja, wir alle wissen ja, Kontakte schaden nur dem, der keine hat. Punkt 7 ist Lösungsorientierung. Und zwar bist du ja als guter Verkäufer auch häufig ein Problemlöser oder wenn du im Support arbeitest oder im Kundenservice, dann lernst du ja die Herausforderungen der anderen Menschen zu erkennen und dann natürlich auch eine kreative Lösung zu finden, um dann natürlich auch deinem Kunden weiterzuhelfen. Und auch das ist natürlich extrem wichtig, wenn du im Kundenkontakt stehst, wenn du mit Kunden kommunizierst tagtäglich, dann solltest du auf jeden Fall lösungsorientiert arbeiten, denn ansonsten dreht sich's im Kreis. Du kannst deinen Kunden nicht helfen. Das wäre natürlich schade. Punkt 8 ist Resilienz. Du wirst es immer wieder mal erleben, dass du mit Ablehnung zu tun hast, ja, und du lernst natürlich über die Zeit, wie man damit umgeht, wie du dich nicht entmutigen lässt. Aber ich kann dir eine Sache sagen, in meinem ersten Monat, in dem ich das damals angefangen habe, habe ich sage und schreibe knapp 600 Mal Nein gehört.
Und dieser eine Monat, der hat mich wirklich damals schon richtig stark gemacht, weil ich gelernt habe, mit Ablehnung umzugehen. Das wird dir heute so krass nicht passieren. Du wirst auf jeden Fall schneller Kunden gewinnen, vor allem wenn du diesen Kurs weiterhin besuchst. Dann zeige ich dir nämlich, was ich damals getan habe, damit ich nicht nochmal 600 Nein höre. Aber damals war das eine andere Zeit. Da musste man wirklich, aus dem Telefonbuch haben wir die Leute angerufen. Es war wirklich hardcore. Und jeder Kunde hat zu mir gesagt, lass mich in Ruhe, ich will das nicht haben und so weiter und so fort. Und da habe ich meine Resilienz tatsächlich sehr, sehr stark beansprucht und habe auch gelernt, wie man damit umgeht. Und ich habe mir dann auch, weil ich auch lösungsorientiert gearbeitet habe, kreative Ideen ausgedacht, wie ich meine Kunden doch dazu bringen kann, einen Termin mit mir auszumachen. Und das hat dann auch tatsächlich irgendwann geklappt. Und ja, seitdem gehe ich mit Ablehnung ganz, ganz anders um. Und das ist eines der größten Geschenke, die es im Verkauf und in der Kommunikation zu erlernen gibt, wenn du Resilienz lernst, wie du einfach deine Gefühle, deine Emotionen unter Kontrolle hast. Wenn du das gut kannst, das wird dich in allen Bereichen deutlich, deutlich weiterbringen. Das kann ich dir versprechen an der Stelle. Nummer 9, Verhandlungsfähigkeit. Logisch, verkaufen bedeutet ja auch verhandeln. Und die Fähigkeiten, die sind ja nicht nur im Verkauf, sondern auch bei vielen, vielen anderen Situationen nützlich. Wenn du dir zum Beispiel mal ein Haus kaufst oder wenn du eine Wohnung kaufst oder ein Auto oder bei eBay was bestellst oder bei Kleinanzeigen mit irgendjemand verhandelst oder auf dem Flohmarkt, was auch immer, du wirst diese Fähigkeiten zu verkaufen da auch nutzen können, weil wenn du gut verhandeln kannst, dann wirst du immer mehr vom Leben bekommen als die, die es nicht können. Und das ist ja wohl logisch. Und als letzten Punkt, und das ist der wohl, ja, ich sag mal, das i-Tüpfelchen obendrauf, das ist natürlich dann dein Einkommen. Wenn du leistungsbezogen bezahlt wirst, und das macht durchaus Sinn im Verkauf und in dem Customer Care, weil du ganz einfach mehr verdienen sollst, wenn du dich ein bisschen mehr ins Zeug legst als jemand anderes. Und ich habe damals, als ich angefangen habe, so meinen ersten Job bekommen habe im Bereich Telekommunikation, Telesales, da hat mein Chef mir gesagt, hol dir diese ganzen Bonis obendrauf, die es noch gibt, indem du Cross-Selling machst, indem du bestimmte Themen ansprichst, indem du deine Gesprächszeiten ein bisschen im Zaum hältst und. Ich habe mir diese ganzen KPIs, diese Kennzahlen erklären lassen. Was bedeutet das was? Was muss ich tun? Ich habe zu jeder Zeit gewusst, wie mein Ziel ist, was ich erfüllen muss, damit ich danach arbeiten kann. Natürlich erzeugt man dadurch auch ein bisschen Druck. Ich mag das. Ich brauche immer ein bisschen Dampf auf der Kette. Aber dem einen oder anderen ist es vielleicht zu viel Druck oder was auch immer. Aber kenne deine Kennzahlen und schau, welche dieser KPIs du am einfachsten erfüllen kannst. Zum Beispiel war ein KPI bei uns damals, sprich Cross-Selling an, sprich ein Zusatzprodukt an. Das war für mich das Einfachste der Welt. Und so habe ich eine Quote von 100% Ansprache gehabt. Warum? Weil ich ganz klar die Meinung vertrete, mein Kunde soll entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Und vorstellen muss ich es ihm auf jeden Fall. Also ich werde ihm auf jeden Fall alles anbieten, was ich habe. Und mein Kunde soll dann entscheiden, ob er das auch möchte. Also meine Ansprachequote war 100%. Und durch diese hohe Ansprachequote haben natürlich auch mehr Menschen das dann in Anspruch genommen. Aber finde heraus, was sind deine KPIs? Finde heraus, wo ist der Boni versteckt, den du dir holen kannst? Und dann nimm dir so viel wie möglich mit. Das kann ich dir nur ans Herz legen, weil wenn du 8 Stunden arbeitest, du sitzt die Zeit sowieso da. Also verdiene das möglichst höchste Gehalt, was du in dieser Zeit verdienen kannst. Und dass das nicht jeden Tag gut klappt, ist auch logisch. Gibt immer wieder ein Auf und Ab. Aber da ist das versteckt. Deswegen Anreize durch leistungsgerechte Bezahlung. Absolut bin ich ein Befürworter davon, weil du dir mehr verdient hast als jemand, der schläft. In diesem Sinne, das waren 10 Punkte, 2 Hände, 10 Punkte, die dir zeigen sollen, warum du Verkaufen und Kommunizieren erlernen solltest. Nicht nur so ein bisschen, sondern möglichst gut, weil es dir nochmal privat und beruflich ganz neue Möglichkeiten bietet und dir viele, viele Türen aufgehen, wenn du es gut kannst. Okay, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis gleich, dein Uwe. Das war Secrets of Sale, der Podcast von Uwe Bothe. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann folge und bewerte uns sehr gerne. Vielen Dank.